Liebe Krebse, hier kommt euer Glücksimpuls für euer Sternzeichen, fürs Kollektiv. Ich bin natürlich gespannt, was ich euch sagen darf. Wo hier eine glückliche Wende für dich stattfinden kann und über welchen Weg. Ja, ihr Lieben, ihr kriegt hier Zeichen, Aufforderungen geschickt, wo ihr irgendwie einen Krug in der Hand habt, der zu schwer zum Tragen ist und bei dem ihr dann am Ende mit leeren Händen dasteht. Ne? Es geht darum, sich Erleichterung zu verschaffen und ihr kriegt Zeichen, wo das herkommt, eine Last loszulassen. Etwas, was unnötig ist, irgendwie abzustellen, zu erkennen, das Festhalten in manchen Situationen einen nachher vielleicht geschwächter dastehen lässt, als man dachte. Ihr habt den Schutzengel mit an Bord. Ihr werdet hier genau beobachtet. Und ihr habt euch hier eine Zeit zum Feiern verdient. Ne? Ihr werdet begleitet, ihr bekommt immer wieder Zeichen. Ihr dürft immer wieder hingucken, wo ihr euch mehr Erleichterung verschafft. Das ist euer Glücksimpuls, Erleichterung. Und ihr habt hier, dass ihr für irgendetwas, was ihr geleistet habt, hier euren Erfolg bekommt. Ne? Ihr kriegt eine Zeit, wo ihr feiern könnt. Vielleicht dürft ihr euch auch wieder mehr Zeit nehmen, auf eure Erfolge zu gucken, auf das, was ihr schon geleistet habt. Dürft euch auf die Schulter klopfen. Und bei euch wird sich auch eine Situation so ausbalancieren, dass ihr mehr Gleichgewicht verspürt, dass ihr ausgeglichene Waagschalen habt, dass ihr euch nicht irgendwo verausgabt und nachher leer dasteht. Ja, auch euch erwartet in Kürze, in der näheren Zukunft, eine wundersame Wende, irgendetwas, mit dem ihr nicht gerechnet habt und wo euch wirklich, bei euch ist das Schlagwort Erleichterung mitbringt, das Gefühl des Aufatmens. Bei euch ist das hier so ein bisschen damit verbunden, dass ihr die Früchte eurer Arbeit erntet, dass ihr unabhängig seid, dass ihr eure ganze Kraft leben könnt und euch hier nicht schwächen lässt von irgendetwas, das Drama auch von außen mitbringt, das am Ende ein Akt ist, bei dem ihr nichts gewinnen könnt. Und ich glaube, diese Erkenntnis, die kriegt ihr hier. Ihr bekommt aus dem Umfeld Gelegenheiten, euch neue Dinge aufzubauen. Das geschieht aber erst, wenn ihr losgelassen habt. Es ist ja nun mal so, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Figur festhalte, habe ich nicht die Möglichkeit, etwas zu empfangen, weil ich bin ja beschäftigt damit, diese Figur festzuhalten. Und die Hände frei kriege ich erst, wenn ich die abstelle. Und genau da kommt der Impuls auch vom Umfeld her. Wenn ihr abstellt, kriegt ihr hier Möglichkeiten, euch neue Dinge zu generieren, neue Samen auszusehen für irgendwelche Projekte. Und was ich bei euch auch habe, dass ihr so eine Handlungsfähigkeit wieder kriegt, da wo ihr vorher vielleicht stagniert seid oder zu sehr mit Dingen beschäftigt war, die euch nicht gut getan haben. Habt ihr Vertrauen? Euer Vertrauen wird euch auch ausbezahlt, ne, sozusagen. Es gibt hier einen Prozess, in dem ihr auch sehr viel Vertrauen wieder zurückbekommt ins Leben. Ihr lernt wieder, wie ein Kind irgendwie entzückt vor den Dingen zu stehen, euch das Neue anzugucken, begeistert zu sein, anstatt Trauer zu haben.
oder angestrengt durchs Leben zu gehen. Und hier kommt auch das Vertrauen in euch selbst sehr zurück, in das, was ihr denkt, wo euer Weg hingeht oder wo ihr mehr Gleichgewicht auch braucht. Ihr dürft mit guten Nachrichten rechnen, mit vertrauensvollen Kontakten und auch wieder mehr mit diesem Gefühl von, hier haben wir beim Karo-Buben auch das Vertrauen, ne? Von, ich kann die Menschen, die um mich rum sind, auf die kann ich mich verlassen und die sind wichtig für mich und ich brauche nicht an etwas festzuhalten, das mir nachher auch einen Tritt gibt. Hier liegt gute Info für euch, also irgendetwas, was an euer Ohr kommt, das euch sehr ausgleichende Energien mitbringt. Und ihr habt hier die Schwalbe noch. Ja, ich kündige dir eine Zeit des Neubeginns und eine Wendung zum Guten an. Trostlosigkeit und Ängste dürfen mit meinem Flug von dir abfallen. Also Erleichterung auf allen Ebenen. Ist für die Krebse hier zu sehen. Wunderschön, ich freue mich für euch. Ich kenne einige davon. Und ihr habt den Engel der Veränderung. Hier geht es darum, dass es euch klar wird, dass das Leben heißt, vorwärts zu gehen, Entwicklung stattfinden zu lassen. Und hier gibt es einen Schritt für euch, der euch zur achtsamen Veränderung anleitet und somit auch neue Abenteuer, neue Wege in dein Leben bringt. Also etwas, wo du auch wieder staunst oder wo du denkst, okay, da kommt Leben in mich rein. Das erfreut mich, das entzückt mich. Und du wirst ja daran erinnert werden, dass wahre Erkenntnis und tiefer Sinn zu positiven Veränderungen führen können. Und für dich ist es wichtig, dass ein Schritt zum Glücklicherwerden für dich damit zu tun hat, dass du dich auch dem Fluss des Lebens mehr hinstellst, dass du dich nicht dagegen bäumst oder gegen das Leben irgendwie arbeitest. Okay, dann habe ich drei Glücksimpulse noch für die Krebse. Helfende Hände, also Unterstützung von irgendwoher, vertrauensvolle Personen, das Gefühl des Aufatmens und hier haben wir auch noch die finanzielle Erleichterung in irgendwelchen Bereichen, wo ihr vielleicht auch schwer getragen habt. Ihr lieben Krebse, das war euer Glücksimpuls. Ich drücke euch bis bald.